Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Vor kurzem habe ich ein Video über den schwarzen Tee gemacht und welche tollen Eigenschaften er uns auf unsere Haut bewirken kann. Und wenn euch interessiert, was das alles ganz genau ist, schaut euch gern mein Video an. Trotzdem möchte ich jetzt ganz kurz einmal nochmal zusammenfassend erwähnen, welche Heilungschancen oder welche Pflegeeigenschaften schwarzer Tee, ja, ihr habt richtig gehört, schwarzer Tee aufgetragen auf unserer Haut bewirkt. Und wenn euch das Thema interessiert, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Na klar, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Dafür bedanke ich mich im Voraus. Schwarzer Tee enthält Gerbstoffe und wenn Gerbstoffe sich freisetzen, wirken sie desinfizierend und antibakteriell. Damit ist es ein tolles Elixier für Pickeln, für Hautunreinheiten, für Entzündungen, für Wunden, für Neurodermitis. Alles da, wo die Haut offen ist, wo sie juckt, wo sie leicht blutig ist, wo sie entzündlich ist, wo sie Ekzeme bildet, da ist schwarzer Tee das reinste Wundermittel. Und auch in der Babypflege habe ich mit 9 Kindern den schwarzen Tee immer im Windelbereich eingesetzt, wenn die Haut dort ein bisschen wund wurde, wenn ich merkte, oh, da könnte sich ein Hautpilz oder ähnliches entwickeln, sofort Teebeutel drauf, das lindert den Schmerz, ist desinfiziert, wie gesagt, und wenn wir Glück haben, entwickelt sich dann kein Hautpilz, will ich jetzt nicht mal so hingestellt lassen, aber wir haben zumindest ein wohltuendes, warmes Erlebnis für den Babypopo und glaubt mir, die Kinder werden es lieben. Ihr könnt einfach einen Teebeutel dann in den Windelbereich tun oder ihr könnt euch Kompressen machen, so wie ich sie jetzt hier zum Beispiel liegen habe. Ihr könnt auch Wattepads benutzen und den in den Windelbereich legen. Alles möglich, also gegen Ekzeme und gegen kleine offene Wunden, das regt den Heilungsprozess an. Dafür sorgen die Antioxidantien in dem Tee und da möchte ich euch jetzt auf jeden Fall ein bisschen an die Hand nehmen und euch sagen, was der Tee alles ganz Tolles kann. Er regt nämlich den Stoffwechsel an und kann dazu beitragen, dass die Haut so ein bisschen ja entgiftet wird, dass sie so ein bisschen entschlackt, dass sie so ein bisschen mehr durchblutet wird, schon allein durch die Wärme, die wir auftragen. Also der Tee ist ein reinstes Wundermittel und sogar für unseren Alterungsprozess, in dem wir uns ja alle befinden, ich eingeschlossen, wie ich feststelle, werden die Fältchen mir um die Augen immer mehr, auch da wirkt der schwarze Tee Wunder. Wir müssen es nur regelmäßig machen und wie genau wir das anstellen, dazu habe ich euch jetzt einmal ein kleines Video erstellt. Das spiele ich kurz ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Sind jetzt die Zutaten. Ich habe einmal 4 Beutel schwarzen Tee. Den tue ich jetzt einmal hier rein. Und ich habe kochendes Wasser. Da gieße ich jetzt 4 Teebeutel, ungefähr 1,5 Liter. Das ist jetzt nicht mit dem Messstab abgemessen, aber so ungefähr würde ich das nehmen. 1,5 Liter. Es kann auch ein bisschen mehr oder weniger sein. Das ist nicht so schlimm. Es geht Hauptsache um die Gerbstoffe im Tee, die einmal herausgefiltert werden müssen. Und jetzt lassen wir den ganzen Sud ungefähr 10 bis 15 Minuten einmal ziehen. Und im Anschluss werde ich dann die Kompresse in den Sud hineingeben und vorher natürlich die Teebeutel herausfiltern, rausnehmen und das Ganze auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Dann kommt die Kompresse hinein. Alternativ zu der Kompresse könnt ihr auch Küchentücher benutzen. Ich werde euch nachher zeigen, wie das ganz genau dann funktioniert. Es ist jetzt aber wichtig, dass aus dem Tee die tollen Zutaten, die tollen Inhaltsstoffe herausgefiltert werden. Das passiert, wie gesagt, in den nächsten 10 Minuten. Und dann nehmen wir die Teebeutel heraus, tun sie in unsere Schüssel und werden das Ganze erkalten lassen. Ein wenig so auf Zimmertemperatur, ein bisschen wärmer, möglichst so warm, dass ihr das gut auf der Haut ertragen könnt. Bedenkt bitte auch immer, dass wenn ihr jetzt die kalte Kompresse, dieses Mulltuch in den Tee tut, dass das Ganze sowieso wahrscheinlich sehr viel schneller kalt werden wird. Ich habe jetzt hier für mein Experiment eine Mullbinde genommen. Das sind diese
eine Mullwindel, entschuldigt bitte. Das sind diese Stoffwindeln für Kinder. Die gibt es bei Butni, bei DM, im Vierer, im Dreierpack. Weiß ich nicht, kosten 6 Euro, 3 Stück ungefähr. Und die sind richtig gut geeignet. Es gibt auch welche, die nicht ganz so dick sind, die eher dünner sind. Zum Beispiel in den 1-Euro-Läden gibt es die oft. Aber bitte erst einmal, bevor ihr das benutzt, gut durchwaschen, am besten einmal durchkochen, damit die ganzen Bakterien und Schadstoffe, die eventuell in der Baumwolle enthalten sind, herausgewaschen werden. Das sollte natürlich 100% Baumwolle sein, also bitte keine Mulltücher kaufen, wo zusätzliche Stoffe enthalten sind. Da würde ich von abraten. Und dann würde ich sagen, warten wir 10 Minuten und sehen uns dann wieder. Sind jetzt 10 Minuten vergangen. Ich hole die Teebeutel einmal hier raus und werde sie in das Gefäß nebenan platzieren und dann das Ganze auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, bevor ich dann die Mullwinde hineingebe. Mein Sud ist jetzt handwarm und ich werde vorsichtig, ihr könnt euch natürlich auch eine größere Schüssel nehmen. Ich fand die jetzt ganz schick, die weiße Schüssel, deswegen benutze ich die immer. Einmal ein bisschen einweichen, ausfringen und dann euch aufs Gesicht legen. Wir haben, wie ihr seht, jetzt die Kompresse mit schwarzem Tee durchtränkt. Das ist meine Kompresse, die ich mir von meiner Tochter, von meinem kleinen Enkel ausgeliehen habe, denn ich habe tatsächlich meine ganzen Kompressen nicht mehr vorrätig. Das hier ist jetzt einfach eine Windel, eine Stoffwindel, die ich mir ausgeliehen habe, beziehungsweise mir gemopst habe, denn ich glaube nicht, dass sie den nochmal auf dem Babypopo aufträgt. Die ist jetzt mit dem schwarzen Tee durchtränkt und ich werde sie folgendermaßen aufs Gesicht auflegen. Wir versuchen, das gesamte Gesicht damit zu bedecken. Ich werde gleich aussehen wie eine Mumie, aber bitte lasst euch davon nicht erschrecken. Ihr faltet die quasi folgendermaßen. Also die ist ja so groß. Dann wird sie einmal quer gefaltet und noch einmal, damit wir ein möglichst großes Feld haben, was wir aufs Gesicht auflegen können. Wir legen es einmal folgendermaßen. Die Nase sollte natürlich möglichst frei bleiben, sonst können wir nicht atmen. Aber der Mund darf ruhig, wenn ihr durch die Nase gut atmen könnt, mit bedeckt sein. Sonst lasst den Mund auch mit aus. Ich bedecke ihn jetzt mal und halte mal den Mund für ein paar Minuten. Idealerweise solltet ihr natürlich liegen und nicht wie ich jetzt hier sitzen, aber sonst kann ich euch das ja nicht aufnehmen. Mein weißes Shirt wird gleich braun werden. Egal. Das könnt ihr machen, wenn ihr den Nasenbereich frei haben wollt. Wenn ihr ein bisschen härter im Nehmen seid, dann macht das Ganze noch ein bisschen breiter, nämlich dass ihr das nur zweimal faltet und dann machen wir das Ganze nochmal. Dann würdet ihr so aussehen, kleines bisschen lasst ihr die Nase dann frei. Ich weiß nicht, wie ich jetzt aussehe. Ich habe das jetzt mal blind gemacht. Und dann versucht ihr möglichst alles zu bedecken, was frei ist im Gesicht. Und haltet einfach die Kompresse so drauf. Wenn ihr kreislaufmäßig, ich mache mal meinen Mund ein bisschen mit auf, wenn ihr kreislaufmäßig stabil seid, dann nehmt ihr auf jeden Fall jetzt auch nochmal ein Handtuch darüber. Moment, auch das muss ich mal blind greifen. Und vielleicht habt ihr auch ein altes Handtuch, dann könnt ihr hier ein Loch reinschneiden, sodass ihr Luft bekommt. Das habe ich jetzt aber nicht. Dann würde ich das einfach mal ganz blind mir über den Kopf tun. Moment. Und möglichst meine Atemorgane freilassen. Wie gesagt, ich sehe jetzt nicht viel. Das hat folgenden Sinn.
Das erkläre ich euch gleich, wenn ich die Maske einmal wieder abgemacht habe. So ungefähr würdet ihr dann da liegen und die Wärme der Kompresse einmal auf euch wirken lassen. Da ich das jetzt alles ziemlich blind gemacht habe, sah das vielleicht nicht ganz so schön aus. Ihr könnt das auch einfach so machen, ja? So, schlagt das einmal ein, das Tuch, so, haltet das einmal fest. Das ist ganz, ist keine Hexerei, das geht ganz einfach. Und dann die andere Seite hier einschlagen, dann habt ihr noch so ein bisschen Sichtfreiheit und könnt auch noch mit eurem Gegenüber reden. Es geht einfach nur darum, dass die Hautpartien, die mit der Kompresse eingedeckt werden sollen, schön warm und dick eingepackt werden. Nehmt euch vielleicht noch eine zweite Kompresse für den Halsbereich und für das Dekolleté und dann legt ein trockenes Handtuch drüber. Ihr könnt auch eine trockene Mullbinde noch einmal drüber legen, die ihr einfach da drüber schlagt. Es geht darum, dass die Wärme und der Tee richtig schön einwirkt auf euer Gesicht. Versucht die Kompresse, wie gesagt, so heiß, wie ihr ertragen könnt. Also natürlich sollt ihr euch nicht verbrennen. Es sollte schon so sein, dass es warm ist, handwarm, aber es soll auch schon so ein bisschen dampfen. Nein, bitte nicht das Gesicht verbrennen, aber es ist schon so ein bisschen wärmer als die Handwärme ist, so ein bisschen wärmer als es angenehm ist. Ja, damit eben die Poren sich öffnen, der Tee seine Wirkstoffe auf die Haut übertragen kann, sich die Mitesser lösen unter Umständen, dann erfolgt natürlich bei der Kosmetikerin auch eine Ausreinigung im Idealfall und dann würde es ziemlich einfach sein, Hautunreinheiten zu bekämpfen. Das ist eine ganz tolle Anwendung, die jeder zu Hause ungefähr, ich würde sagen, dass ihr die ein-, zweimal in der Woche macht, je nachdem, welchen Effekt ihr erreichen wollt. Das Handtuch. Warum lege ich mir jetzt noch ein Handtuch über mein Gesicht? Wie gesagt, nehmt euch ein altes Handtuch. Meins ist jetzt, hat genau die richtige Größe dafür. Würde ich mir hier ein Loch reinschneiden und es mir dann über die Mullbinde so drüber legen, dass ich noch atmen kann. Und würde mich dann hinlegen natürlich. Ja, das Ganze macht man so, ne? Ich muss es mal wieder runter, das seht ihr und hört ihr ja nichts. Das Ganze macht man natürlich idealerweise im Liegen. Und idealerweise sollte das natürlich auch eine Person bei euch durchführen. Weil ihr seht die Problematik, wenn man das bei sich selber macht. Es ist ein bisschen unhandlich, geht aber auf jeden Fall. Also es ist alles machbar. Wir können auch alles alleine, wir brauchen keine Hilfe. Aber auf jeden Fall geht es darum, eine ganz warme, durchtränkte Mullbinde auf unsere Haut aufzubringen, sie ungefähr 10 bis 15 Minuten auf der Haut wirken zu lassen und das Handtuch eben drüber zu legen, damit die Wärme möglichst lange auf unser Gesicht einwirken kann und sich die Poren öffnen können, damit wir sie später entweder ausreinigen können oder dass die Ekzeme und die Unreinheiten abheilen können, wenn wir nicht vom Fach sind. Und das ist überhaupt der ganze Sinn an der Geschichte, dass die Haut schöner wird, dass sie gut durchblutet wird, dass sie die Ekzeme und die Hautunreinheiten loswerden kann. Dafür ist der schwarze Tee richtig gut geeignet. Wir haben das immer gemacht, früher die Kompressen mit den verschiedensten Wirkstoffen. Es gibt noch ganz viele tolle andere Kräutermischungen, die wir für jegliche Art und Weise auf unsere Haut aufbringen können. Es gibt auch eine ganz tolle Kräutermischung, natürlich für Rosazie. Apropos Rosazie. Rosazie-Patienten wie ich, bitte nicht so heiß, ja, denn das mögen die unsere Äderchen, die Erweiterten, überhaupt nicht. Also da würde ich eher handwarm, vielleicht sogar ein bisschen kühler ans Werk gehen, da würde ich vorsichtig sein. Aber grundsätzlich ist auch für dieses Hautbild der schwarze Tee richtig gut. Wir müssen aber auch keine Kompresse nehmen. Ich möchte jetzt auch noch mal anwenden. Kompressen sind kreislaufbelastend. Wenn ihr wisst, dass da eventuell etwas passieren könnte, dass ihr da so ein bisschen empfindlich reagiert, dann möchte ich euch bitten, immer eine Person dabei zu haben, die euch im Idealfall unterstützen kann, wenn da irgendwie mal etwas auftreten kann. Auch würde ich davon abraten, dann das Handtuch noch drüber zu legen, weil auch das nochmal eine Belastung sein kann. Also macht das auch möglichst im Liegen.
damit es gleich auch noch eine Entspannung ist, denn je entspannter ihr die Haut bei dieser Anwendung habt, desto schöner und desto tiefer können die Gerbstoffe in die Haut eindringen und desto weicher und desto gepflegter wird euer Hautbild sein. Der schwarze Tee ist auch richtig gut geeignet, wie gesagt, für die Frauen mit kleinen Fältchen. Da gibt es die tollen Eigenschaften von dem Tee, die uns auch bei der Hautalterung helfen, dass die ganze Sache ein bisschen elastischer bleibt, dass sie nicht so sehr in die Tiefe gehen, die Falten, dass sie so ein bisschen von den tollen Wirkstoffen des Tees mit behandelt werden. Meine Lieben, ich möchte zum Schluss noch mal einen Tipp geben, falls euch das mit der Kompresse alles ein bisschen zu kompliziert ist und ein bisschen zu unangenehm ist. Ich habe jetzt hier ein Küchentuch, beziehungsweise eigentlich sogar drei, die ich einmal quer falte. Und mal kurz abmesse, wo meine Nase ist. Also meine Nase würde jetzt quasi hier liegen, wenn ich die Kompresse nass mache. Jetzt mache ich da so ein bisschen einen Schlitz hinein und werde das einmal mit dem schwarzen Tee durchtränken. Ausfringen. Versucht bitte ein qualitativ hochwertiges Küchentuch zu benutzen, damit es nicht einreißt, möglichst. Und wir das Ganze jetzt auf unser Gesicht aufbringen können. Also, der Schlitz ist ein bisschen größer geworden. Dann braucht man nämlich keine Mullbinde und das ist nicht ganz so kreislaufbelastend. Also, auf das Gesicht draufkleben, wie eine Maske. Ja? Versucht auch bitte die Nase möglichst mit einzupacken, hier oben. Mein Schlitz ist ein bisschen zu groß geworden. Das Dekolleté, wenn ihr liegt, so, dann wird das Ganze auch halten, ja? Im Sitzen ist natürlich so, ne? Ihr seht es. Ihr könnt dann auch ein Handtuch nochmal drüber legen, wenn ihr wollt. Oder ist mit einer Mullbinde bedecken, geht auch, ja? Da seien eure Fantasien keine Grenzen gesetzt. Wenn auch das noch zu belastend sein sollte, nehmt Wattepads. Ich habe jetzt hier mal diese kleinen Kompressen. Die könnt ihr übrigens auch gut partiell anwenden. Die werde ich jetzt einmal mit dem Tee tränken und könnt eure Augenlider damit wunderbar bedecken und könnt da Augenringe bekämpfen, ihr könnt die Schlacken abtransportieren, ihr könnt auch den Tee in den Kühlschrank stellen, abends zubereitet und morgens dann kühl auf eure Augen, also unter die Augen, nicht auf die Augenlider natürlich, sondern unter die Augen legen und das so ein bisschen einwirken lassen. Was meint ihr, wie entspannend das ist und wie gut das für eure Haut ist? Das ist einfach nur eine Wohltat. Eure Haut wird es euch danken. Habt ihr Unreinheiten und wollt jetzt nicht das ganze Gesicht mit der Kompresse machen, nehmt Wattepads und legt sie euch, klebt sie euch dahin, wo ihr eure Unreinheiten habt. Habt ihr sie hier an den Wangen? Habt ihr sie auf der Nase? Nehmt möglichst warm die Geschichten in Gebrauch. Seht ihr, wie schön das klebt? Und legt das Ganze auf eure Haut. Also es ist alles kein Problem. Je nachdem, welche Ansprüche ihr habt, je nachdem, wie ihr eure Haut behandeln wollt, könnt ihr alle möglichen Utensilien dafür nehmen. Ihr könnt auch einen kleinen Waschlappen nehmen. Ja, es gibt ja diese viereckigen Waschlappen. Schneidet da ein Loch drauf, dann habt ihr dieses Komplizierte mit der Kompresse nicht. Das ist auch viel weniger von Material und ihr habt da ein Handtuch oder ein Waschlappen, der das richtig gut aufsaugt, ne? Diese viereckigen. Dann schneidet ihr ein Loch und legt euch das schön aufs Gesicht. Das ist ein bisschen einfacher als die Kompresse. Und dann lasst ihr das da drauf liegen und lasst es da drauf wirken und ihr werdet mir danken. Ja, ihr werdet mir danken, ich schwöre es euch, würden meine Kinder jetzt sagen. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr abends, wenn ihr euch abgereinigt habt, diese Wattepads, ja, nehmen wir mal an, das sei jetzt ein Wattepad, nehmt ihr einmal in den Tee tränken, und benutzt das Ganze wie ein Toner. Ganz vorsichtig
reinigt ihr euch damit die Haut ab. Ihr werdet sofort merken, wie die Haut schön gepflegt und babyzart wird. Einfach weil diese tollen Gerbstoffe im schwarzen Tee eure Haut pflegen, reinigen und gleichzeitig antibakteriell und desinfizierend werden. Versucht das einfach mal. Füllt euch so ein bisschen in ein Fläschchen ab und lasst euch von der tollen Wirkung von schwarzem Tee überraschen. Ich finde jedoch am besten diese Kompressen. Man kann sie auch kleiner legen, dann könnt ihr sie auch so euch aufs Gesicht kurzfristig legen. Ja, je nachdem, wo ihr eure Beschwerden habt. Ihr könnt sie ja auch, wie gesagt, ganz aufs Gesicht legen, kurz. Man kann ja trotzdem noch atmen. Es geht so schlecht im Sitzen. Ne? Und das kurz so halten, dass man da so ein bisschen den Nasenbereich mit bedeckt, den Kinnbereich, die Wangen, den Stirnbereich und trotzdem noch ganz gut atmen kann. Ja, man kann die Nase dann auch zeitweise mit so halten, dann können wir trotzdem noch atmen. Es gibt die tollsten Möglichkeiten, wie wir Kompressen anwenden können. Ich finde auch ganz toll an der Kompresse, dass du eben sehr viel Material hast. Ja, das bleibt lange warm, es hält auf dem Gesicht richtig gut, während natürlich solche kleinen Wattepads unheimlich schnell auch wieder kalt werden und dann einfach auch ihre Wirkstoffe nicht mehr so toll entfalten können, die sie auf der Haut haben müssen. Guck mal, ich lege das auf und es wird sofort kühl. Ja, aber es ist zur Not durchaus machbar. Meine Lieben, ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß an meinen Mumien-Experimenten hattet. Das sieht teilweise ein bisschen unheimlich aus, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr da einen kleinen Teil mitnehmen konntet. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr im Anschluss das Gesicht noch mal so ein bisschen kühlt. Bitte nur für die, die wirklich kreislaufstark sind, dass ihr das im Anschluss noch mal so ein bisschen abkühlt, das Gesicht. Vielleicht mit einem nicht eiskalten Waschlappen, aber schon mit so ein bisschen kühlerem, also mit so, ja, ihr lasst das Wasser so ein bisschen laufen, damit es kalt wird, weil wenn man den Waschlappen da reinmacht, dann wird es durch die Handwärme, wenn man ausringt, schon auch wieder warm, das reicht. Und dann legt ihr euch das nochmal aufs Gesicht, einfach deswegen, damit die offenen Poren, die wir gerade mit der Hitze und mit dem Tee geöffnet haben, damit sich das wieder verschließt. Das wäre ganz wichtig, weil sonst die Haut natürlich sehr belastet werden kann durch eventuelle Sonneneinstrahlung, die noch auf die Haut kommt. Es kommt eventuell zu viel Pflegeprodukt drauf, was ihr dann im Anschluss auftragen werdet, sodass das dann wieder die Poren verstopft. Also es wäre schon ganz ratsam, wenn man im Anschluss das Ganze noch mit etwas kühlerem, ihr könnt auch die Hände einfach mal in Wasser halten und das so kurz auflegen, um die Poren nochmal zu verschließen. Muss nicht sein, ihr könnt auch einen kalten Tee dann nochmal nehmen, also dass ihr den, wenn der Tee abgekühlt ist, dass ihr da nochmal mit dem Wattepad, habe ich mich hier jetzt voll gesorgt, dass ihr da jetzt nochmal mit dem Wattepad reingeht und den kalten Tee noch einmal drüber streicht, damit haben wir nochmal eine doppelte tolle Wirkung. Wir haben nämlich dann nochmal die tollen Wirkstoffe des Tees nochmal wieder aufgetragen und wir haben zugleich unsere Poren, die wir durch das Warme geöffnet haben, wieder verschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.